Ja, schön, dass so viele da sind. Ein Thema, was schon, glaube ich, irgendwie so in den Spezialbereich fällt und auch aus meiner Erfahrung jetzt, sage ich mal, mit so Zielgruppen wie euch gar nicht so viele Kontaktpunkte hat. Ich werde euch heute nicht, sage ich mal, in dem Sinne erklären, was ein ISMS in dem Sinne ist, also was man da so alles konkret machen muss, sondern mehr auf so die Herausforderungen, Probleme oder was es da sonst so für Eigenheiten gibt, eingehen. Wenn ihr mal euch was angucken wollt, was ein ISMS, sag ich mal so, in Gänze ausmacht, dann kann ich euch den Talk von, oh, ich habe den Namen vergessen, vor 3, 4, 5 Jahren hier auch auf der MRMCD, war einer, der hat die fabelhafte Welt der Information Security, hieß es, glaube ich, einen Vortrag gemacht. Und das soll jetzt hier quasi so ein bisschen so eine Art Fortsetzung davon sein. Also vielleicht den anderen Vortrag auch nochmal dann irgendwie sich anschauen, media.ccc.de, kennt ihr alle, ne? So, also, über mich erstmal, ich komme aus Köln, mache halt Security Management für Geld. Und das hat überraschend wenig mit Technik zu tun, deshalb beschäftige ich mich halt privat sehr viel mit Technik und habe da sozusagen mein Ausgleich mit. Ja, ups, zu schnell. Ne? Agenda ist im Wesentlichen, sage ich mal, auch das, was im Fahrplan stand. Erstmal eine Einführung, was sind Management-Systeme, dann ein bisschen die theoretischen Aspekte, die so komisch sind. Dann Praxis, auch ein bisschen komisch, und die Frage, die eigentlich für mich so sich am Anfang bei der Einreichung gestellt habe, ist, kann man ISMS hacken und was heißt denn das? Und ich habe ein paar Ansätze gefunden, was man machen kann. Dann kommen noch Anekdoten, und wenn ich durch meine Folien durch bin und da noch jede Menge Zeit sein sollte, dann habe ich noch ein paar Reserve-Anekdoten, die nicht auf den Folien sind, und zum Schluss noch ein paar Empfehlungen, sowohl für euch, wenn ihr was mit Security Management zu tun habt oder eben auch Betroffener seid, sag ich mal. Ne? Gut, erstmal so eine heute Morgen im Zug entstandene eigene Definition, was ist ein Management-System? Das ist also von irgendeiner Organisation, Firma, sonst was, ne? Ein Set an organisatorischen Maßnahmen, die man macht, um halt irgendein Mindestniveau von irgendwelchen Eigenschaften in den Geschäftsprozessen oder deren Ergebnissen zu halten. Ja, das heißt, Managementsysteme gibt es für zum Beispiel Qualität, für Umweltmanagement gibt es eins, und genauso halt auch zum Thema Security. Ich habe jetzt tatsächlich vorgestern ein Beispiel zufälligerweise gefunden. Ich war bei einem Bäcker und war da kurz auf Toilette, und da kam ja das hier entgegen. Zweistündige Kontrolle der Sanitäranlagen war an der Toilettentür angebracht. Es war Dienstagnachmittag, das Blatt war noch komplett leer. Ja, was haben wir hier? Ich vermute es, ich weiß es nicht. Ja, wir haben hier irgendeine Art von Managementsystem, sage ich mal, Kundenbeauftragte, irgendwas, der gesagt hat, lass uns doch mal so einen Zettel machen, und dann müssen da die Mitarbeiter abhaken, wenn sie die Toiletten kontrolliert haben. Ne? Das heißt, das ist am Ende ist das eine Vorgabe, eine Anforderung. Liebe Leute, geht doch mal alle 2 Stunden da rein, guckt, ob die Toiletten sauber sind, macht einen Kürzel drunter, und dann ist gut. Ja, wie das in der Praxis ist, sieht man hier. Die Toiletten waren sauber. Also das heißt, der Prozess im Sinne von die Vorgabe umsetzen hat nicht funktioniert. Sprich also sozusagen die Dokumentation zu machen. Das Ergebnis, die Toilette war sauber. Ob sie jetzt sauber war, weil die Mitarbeiter sie sauber gemacht haben, weil es vorher dreckig war, oder weil sie einfach an dem Tag noch nicht benutzt wurde, keine Ahnung. Ja. Aber die erste Erkenntnis ist tatsächlich, bei Managementsystemen kommen erstmal Vorgaben, Anforderungen ins Spiel, und dann ist es wichtig, damit die dann auch tatsächlich gelebt werden, es muss irgendeine Art von Kontrolle geben, weil ansonsten passiert genau sowas. Und dann spricht man, dass es halt in einem ungemanagten Zustand. Ja. So, das Gleiche gibt es dann halt zum Thema Security, ja, auch hier wieder die eigene Formulierung, IT-sicherheitsrelevante oder informationssicherheitsrelevante Eigenschaften.
Wo ist der Unterschied zwischen IT-Sicherheit und Informationssicherheit? Kurz gesagt, IT-Sicherheit ist alles das, was man irgendwie Sicherheit in Computersystemen etc. irgendwo macht, und Informationssicherheit wird wahrgenommen als das, was halt auch ohne IT ist. Also zum Beispiel die Frage, habe ich irgendwo ein Dokument ausgedruckt oder ein Originaldokument rumliegen lassen, in normalen Papiermüll geworfen, was auch immer. Also da ist sozusagen so grob diese Grenze. Ja. Für den weiteren Vortrag ist das eigentlich die Unterscheidung relativ egal. ISMS, ja, also Information Security Management System oder Informationssicherheitsmanagement System, da gibt es ein paar Standards. Das erste ist der ISO 27001. Das ist die internationale Norm, also so wie es halt auch die ISO 9001 für Qualitätsmanagement gibt. Und da gibt es dann auch tatsächlich noch ein paar andere Standards aus der 27000er Reihe, die dann andere Aspekte nochmal standardisiert ausführen. Wir Deutschen wären nicht wir Deutschen, wenn wir das nicht auch nochmal in der deutschen Form machen würden. Ja, das BSI macht den IT-Grundschutz. Der Punkt, den man hier mitnehmen sollte im Sinne von Unterschied zwischen den beiden, ist, die ISO 27001-Norm sagt, man muss zum Beispiel sowas wie Vorgaben machen, man muss kontrollieren, dass die Vorgaben eingehalten werden etc. Ja? Und das BSI sagt konkret für IT, was man da zu machen hat. Ja? Also, keine Ahnung, konfiguriere bei Windows für Compatibility irgendwie Windows Server Level 2012 oder sowas als Minimum. Ja? Das sind Dinge, die findet man in der ISO-Norm gar nicht. Ja? Und auch die Art und Weise, wie man das ISMS macht, lässt einem die 27001 weitgehend frei. Man muss halt die Zielsetzungen und so weiter, die da drin formuliert sind, erreichen. Und das BSI sagt, du machst es so, so, so. Da hat man zwar auch noch einige Grade an Freiheiten, aber wenn man jetzt, sage ich mal, mehr so den Ansatz hat, ich möchte etwas quasi, auch wenn es riesig ist, aber linear durcharbeiten. Ja, also ich fange vorne an und am Ende komme ich irgendwo raus und habe für jeden Schritt irgendwo so eine Anleitung, dann ist der IT-Grundschutz für einen richtig. Ja. Das ist aber von der Komplexität her nochmal entsprechend deutlich größer als die ISO-Norm. Dafür muss man sich halt bei der ISO-Norm am Anfang überlegen, was mache ich, wie mache ich es etc. Ja, also für den Rest des Vortrags eigentlich auch fast egal. Interessant ist eigentlich dabei auch nur, dass der BSI IT-Grundschutz seit ein paar Jahren, und ich glaube, es sind jetzt so 5 oder 8 oder so, tatsächlich auch ISO-konform ist. Ja, das war früher nicht der Fall. Inzwischen heißt es ISO 27001 auf der Basis von IT-Grundschutz offiziell, so rum, glaube ich. Genau. ISMS ist in dem Sinne ja organisatorisch etwas. Das heißt, man redet da über Prozesse. Was haben wir da für wesentliche Dinge? Das erste ist genau, ich muss Vorgaben machen. Ja, also Richtlinien sind am Ende erstmal, sage ich mal, so ein paar warme Worte. Was will man überhaupt erreichen? Kann je nach Art der Richtlinie bis hin zu, keine Ahnung, wenn du abends aus dem Büro gehst, dann schalt deinen Rechner aus, räum deinen Tisch leer. Ja, also unterschiedlichste Ebenen. Anforderungsmanagement ist meistens eher, sage ich mal so, in den jeweiligen IT-Prozessen irgendwie daran orientiert. Also was für Quellen, für Bibliotheken oder also wo kriege ich meine IT her, was müssen Beschaffungsprozesse sein etc. Also mehr schon so im Detail-Themen. Dann Kommunikation und Awareness, also erstmal, wenn man jetzt sagt, ich habe eine Firma, ja, keine Ahnung, 1000 Mitarbeiter, ja, dann entscheidet irgendwie der Geschäftsführer, wir machen jetzt Security Management, ich stelle hier irgendwie so einen Typ ein, der macht das, ja. Und dann muss natürlich noch was passieren. Ja. Das heißt, die Leute müssen erstmal wissen, dass es diesen Typen jetzt gibt, dass der bestimmte Befugnisse hat etc. Wenn der solche Richtlinien macht, Vorgaben macht etc., müssen bekannt gegeben werden. Also das heißt, die Leute müssen überhaupt erstmal wissen, dass da jemand jetzt auf einmal
in irgendeiner konkreten Art und Weise etwas von einem will in seinem täglichen Arbeitsleben. Ja. Das ist in den meisten Fällen tatsächlich einer der härtesten Punkte. Da kann man unterschiedliche Sichtweisen drauf haben, aber ab einer bestimmten Firmengröße ist es durchaus gängig, dass Leute zwar irgendwie schon mal gehört haben, ja, da gab es mal, keine Ahnung, vielleicht sogar im Rahmen des Einstellungsprozesses irgendwie so ein Onboarding zum Thema Security und danach hat man nie mehr was gehört. Ne? Das ist natürlich nicht so gut. Aber lass mal auf die drei Kern eigentlich fachlich inhaltlichen Aufgaben von so einem ISMS gehen. Die zentrale Aufgabe eines ISMS ist, Transparenz zu schaffen über, ich nenne sie jetzt mal Security-Themen. Ja, Security-Themen sind meistens dann in irgendeiner Art und Weise Risiken. Ja, ich habe Risiko, dass meine Daten mir geklaut werden, dass was auch immer, Systeme verschlüsselt werden, ja, Ransomware etc. Irgendwie muss ich diese Gefährdung begegnen und das ist so ein Bereich Risikomanagement. Audit Management ist genauso der Ansatz zu sagen, lass uns mal diese Kontrollen machen. Ja, also so ein Sicherheitsmensch, der überlegt sich erstmal, was formuliere ich an Anforderungen für halt die Leute, die das betrifft, und dann mache ich Kontrollen. Ja, am Beispiel der Toilettentür mit dem Zettel. Vielleicht ist da eine Kontrolle, die irgendwie sagt, die Mitarbeiter der Filiale müssen am Ende der Woche das Papier irgendwie abfotografieren und irgendwo hinschicken. Ja? Und dann guckt man, ob für alle 2 Stunden Haken dran ist. Ja? Und dann ist vielleicht so, dass die Leute sagen, Freitagnachmittag, ich muss das Ding jetzt wegschicken, also nehme ich das Blatt Papier, mache überall meinen Kürzel dran, im Sinne von war die ganze Woche aktiv und scanne das ab. Kann man jetzt die Frage stellen, ist das wirksam oder nicht? Ja? Aber Audit Management ist dann am Ende von der Zielsetzung her zu schauen, ob vor Ort die Dinge so funktionieren, wie sie funktionieren sollten und nicht nur anhand von anderen Gegebenheiten, die man irgendwie so wahrnimmt, wie zum Beispiel jede Woche ist da ein Zettel, der unterschrieben ist und irgendwann fällt vielleicht auf, ey, das ist ja jede Woche dasselbe JPEG. Ne? Kann ja auch passieren. Ne? Incident Management ist dann das Thema, was passiert. Ja, und gleichzeitig, und das wird oftmals aber auch ein Stück weit vergessen, die Vorsorge dafür. Also zum Beispiel Übungen. Ja, so. ISMS in a nutshell. Kommen wir zu ein paar Eigenheiten, ja, Paradoxen kann man jetzt so irgendwie vielleicht sagen, vielleicht nicht. Zuständigkeiten. Erstmal ist wichtig zu verstehen, der CIO, also der IT-Chef in dem Sinne, ist verantwortlich für das, was die IT macht. Ja, da gehört Security auch dazu. Das muss dem seine Aufgabe sein, ob er sie jetzt versteht, wahrnimmt oder nicht. Ja. Das heißt, derjenige, der diesen Gesamtprozess IT verantwortet, der muss das Thema Security genauso verantworten. Was macht dann so ein Security-Chef? Ja, der verantwortet das ISMS. Der ist nicht dafür zuständig, zu sorgen, dass irgendwelche Systeme gepatcht sind. Der ist dafür zuständig, zu sorgen, dass es Vorgaben gibt, die fordern, dass Systeme gepatcht sind. Und im Sinne von Wirksamkeitskontrolle immer mal wieder guckt, ob das auch so ist. Ja. So. Dann haben wir etwas, das nenne ich die Relativitätstheorie. Und zwar, wenn wir genau diese Unterscheidung nehmen, dass der ganze Security, ISMS, Hokuspokus quasi nur dieses Kontrollwesen irgendwie hat, dann kommt am Ende zwangsläufig bei raus, dass ich zwar den Zustand meines ISMS, funktioniert das gut? Ne? Also kann man vielleicht auch schon daran erkennen, habe ich viele Security-Vorfälle oder wenige? Ne? Vielleicht ist das ein guter Messgrad, vielleicht weniger. Ich kann aber tatsächlich mein eigenes ISMS über die Zeit durchaus bewerten und vergleichen und sagen, dieses Jahr war ich besser als letztes Jahr, weil ich folgende Dinge gemacht habe. Das ist legitim. Was ich nicht machen kann, ist, ich kann nicht 2 unterschiedliche ISMS
gegeneinander bewerten auf Basis von ISMS-Eigenschaften. Weil allein die Frage, welche Anforderungen stellt man in so einem ISMS, kann in einem anderen ISMS ganz anders sein, obwohl der Sachverhalt ähnlich gelagert ist. Ja, also das heißt, was ist die Tiefe, was ist der Reifegrad etc. Wie viele Kontrollen mache ich, wie wirksam sind die etc. Ja, also das heißt, da kann man schlecht Äpfel und Birnen miteinander vergleichen, obwohl es beides eigentlich Äpfel sein sollten. Ja. Liegt halt in dieser eigentlichen Indirektion, dass es sozusagen nur ein Kontrollmechanismus ist. Ich muss jetzt mal gerade so ein bisschen die Uhr rausholen, um zu gucken, wie ich in der Zeit liege. Ja, das sieht nach Zeit für mehr Anekdoten am Ende aus. Ja. Zweiter Teil. Risiken werden ganz klassisch in so einer Risikomatrix abgebildet. Ja, das heißt, die beiden Achsen sind auf der einen Seite die Eintrittswahrscheinlichkeit, wie wahrscheinlich ist es, dass etwas passiert. Ja, zum Beispiel, unsere Server werden per Ransomware verschlüsselt und wir stehen auf einmal nackt da. Was ist dann die andere Achse? Der Schaden. Wie schlimm ist das? So, und dieses Bild hier von Wikimedia gezogen, habe ich einmal deshalb gezogen, weil es natürlich erstmal in dem Sinne lizenzmäßig in Ordnung ist. Auf der anderen Seite tatsächlich aber auch, weil ich es hier in dem Sinne gut finde, dass die Übergänge hier nicht scharf sind. Das heißt also von grünem Bereich, niedrige Eintrittswahrscheinlichkeit, niedrige Schadenshöhe, ja, bis hin zu irgendwie die Welt geht unter, ist so fließend übergehend. Ja. Das ist in der echten Welt nicht so, sondern da hat jedes Kästchen tatsächlich eine konkrete Farbe. Und das heißt natürlich, da gibt es dann so diesen Stufeneffekt irgendwie, ne, zwischen Grün und Gelb und Gelb und Rot. Aber die Frage, die sich da stellt, ist, was mache ich damit eigentlich mit so einer Risikomatrix? Natürlich ist es am Ende erstmal nur eine Visualisierung. Habe ich ein Thema, irgendein Thema, ne, so Ransomware, ist das für uns ein ganz kritisches Thema oder fällt das unter ferner Liefen? Ne? In welchem dieser Kästchen sich dann ein konkretes Kreuz befindet, ist fast auch schon egal. Ja? Also ob ich jetzt hier irgendwie, was ist denn das da, keine Ahnung, E3, ja, würde ich jetzt mal sagen, oder D4 habe, spielt am Ende keine Rolle, weil jeder weiß, es ist tendenziell eher schlechter, also ein Risiko, also ein ernsthaftes Thema für uns. Oder ob jetzt etwas irgendwie hier unten B2 oder B1 oder A2 oder was auch immer wäre, ja, egal. In den meisten Fällen arbeitet man tatsächlich mit so 4 oder 5 Punkten auf der jeweiligen Achse, also 4x4 oder 5x5 Matrix. Das ist so gängig. Man könnte es auch 3x3 oder 9x9 machen. Am Ende ist es eigentlich egal, weil es geht immer erstmal nur ganz grob um so eine Einordnung. Ja? Und da kommt dann auch tatsächlich das jetzt ins Spiel, was ich als nächstes habe, nämlich Quantensprünge in Risikoklassen. Weil die Frage, setzt man das Kreuzchen dahin oder setzt man das Kreuzchen dahin, das ist so eine Sache. Ne? Ich frage 3 Experten und kriege 3 unterschiedliche Bewertungen. Manchmal sogar 4. Ne? Und noch witziger, ich frage einen Experten, aber den frage ich 2-mal, nämlich einmal gestern und einmal heute. Und möglicherweise kriege ich 2 unterschiedliche Aussagen. Ne? Da kommt am Ende genau dieser Punkt, es ist am Ende nicht so genau immer justier bewertbar. Ne? Das heißt, Schadenshöhe, wie viel kostet uns ein Ransomware-Befall? Ja, dann kommt die Frage, naja, was denn in die direkten oder indirekten Kosten? Also direkte Kosten, ich kann gerade irgendwie mein Geschäft nicht mehr betreiben, kann keine Sachen produzieren, was auch immer. Das kann ich relativ gut pro Tag meinetwegen irgendwie quantifizieren. Indirekt rechne ich da noch mit rein, was kostet mich irgendwie die Recovery von dem Vorfall. Ja, also kriegen das meine Leute hin, indem sie einfach Überstunden machen? Was kostet mich die Überstunden? Muss ich einen externen Dienstleister dazu holen? Muss ich vielleicht die ganze Infrastruktur hardwaremäßig komplett neu aufsetzen? Braucht neue Hardware, weil man nicht weiß, ob nicht irgendwo in der Tiefe von den Systemen doch noch irgendwo eine Backdoor drin ist. Ne? Das heißt, das ist alles nur Schätzwerk.
Ne? Und deshalb ist eigentlich auch aus meiner Sicht eine Auflösung von 5x5 das Maximum, weil da fängt man dann mit so einer Unschärfe an zu schätzen. Also auf einer 7x7-Matrix würde ich nicht sagen können, ich mache mein Kreuz genau da und das bleibt dann auch da. Da würde ich morgen wahrscheinlich genau auch sagen, ich mache es jetzt mal woanders hin. Ne? Also das heißt, ist mehr so ein grob, grob auflösendes Thema dazu. Das hat natürlich Auswirkungen, weil in so einem ISMS sagt man zum Beispiel auch, naja, ab meinetwegen hier irgendwie, wo es orange wird oder so, da müssen wir sofort handeln. Das hat Vorrang für alles, was wir irgendwie so an geplanter IT oder sonst was haben. Ja? Also wir lassen jetzt irgendwie alle Feature-Entwicklung sonst was irgendwie stehen, wir beheben das jetzt. Ne? Das heißt, an den Kanten habe ich durchaus immer irgendwie Punkte, wo ich sage, es ist schon relevant, ob der jetzt in dem einen Kästchen oder in dem anderen ist. Das muss man halt einfach am Ende des Tages völlig unabhängig von so einer Matrix irgendwie sagen, ist das jetzt ein Thema, wo wir sofort handeln müssen oder ist das ein Thema, wo wir sagen können, wir machen das jetzt in den nächsten Wochen oder vielleicht auch einfach sagen, das kommt auf die Planungsliste. Ja. So, dann gibt es noch Schwierigkeiten, nämlich Wahrscheinlichkeiten sind gar nicht mal so einfach zu berechnen oder zu quantifizieren. Ja? Also eine ganz schlechte Idee ist, mit prozentualen Wahrscheinlichkeiten zu rechnen. Wie wahrscheinlich ist es, dass, keine Ahnung, USB-Stick mit sensiblen Daten in diesem Jahr verloren geht? Keine Ahnung, 20%. Okay, das heißt, wenn man diesen Ansatz wählt, dann müsste eigentlich mindestens alle 5 Jahre ein USB-Stick verloren gehen. Wenn man dann eine Datenbasis hat, und auch das ist nicht immer gegeben, könnte man vergleichen, ist das denn tatsächlich irgendwie dann auch so passiert? Ne? Schwierige Sache. Die Unschärfe, die man da reinbringt, ist dann, ne, unwahrscheinlich, wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich oder passiert regelmäßig. Ne? Also so unscharfe Dinge benutzt man dann, um die Wahrscheinlichkeiten irgendwie zu beschreiben. Also ergo auch wieder einen Schritt weg von der Quantifizierbarkeit. Ne? Bei der Schadenshöhe ist meistens die Frage, ja, wie viel Geld kostet uns das, wie viel, ne, Aufwand am Ende irgendwas. Ne? Oder ist das vielleicht etwas, wo wir dann, wenn das passiert, gegen Gesetze verstoßen? Und da stellt sich die Frage, gerade bei großen Organisationen sollte man diese Schadenshöhe lokal oder global bemessen. Also ein Beispiel, ein Konzern, ja, sagt, wir machen so ein Security Management und wir machen das für einen Konzern. Keine Ahnung, ich sag mal, Jahres irgendwie Umsatz von 1 Milliarde Euro. Ja. Da ist dann wahrscheinlich ein Schaden von 1 Million vernachlässigbar. Wenn jetzt dieser Konzern aber aus Tochtergesellschaften besteht und da sind zum Beispiel 10 Mann, 20 Mann Tochtergesellschaften dabei. Für diese Tochtergesellschaft kann Schaden von 1 Million existenzbedrohend sein. Ne? Das ist also so eine Frage, die muss man sich stellen. Am Ende ist es so, dass ich, wenn ich in so einem Konzern und aus unterschiedlichen Konzerneinheiten dann auch irgendwie Sachen zusammenbringe, dann muss ich sie irgendwie auf und dann auf so etwas mappen will, etc. Ja, dann muss ich sie vergleichbar halten. Die beste Antwort, die ich da so aus dem echten Leben habe, ist tatsächlich lokal und global. Ja, also es gibt global für den Konzern irgendwie solche Definitionen. Dann sammelt der Konzern von allen Einheiten diese Risiken ein und kann sagen, okay, wir haben folgende Risikolage. Und gut für uns, ist vieles im grünen oder im gelben Bereich und nur ganz wenige bei orange oder rot. Und wenn dann die Tochtergesellschaft mit irgendwie ein paar Mann sagt, ja, aber wir haben hier ein paar, die sind für uns kritisch, ja, alles im roten Bereich, dann wissen die aber auch, da müssen wir was machen. Ja. Gut, Praxis. Pareto at work. Pareto-Prinzip 80-20. Wahrscheinlich jedem geläufig. Das Erste, was mir da eingefallen ist, Security Management, auch weil es, sage ich mal, irgendwie so ein Spezialgebiet ist, ist so, dass dort
80% der Leute, die da arbeiten, quasi keine IT-Expertise haben. Ja, also wenn man irgendwie die Erwartung hat, so nach dem Motto, ich laufe zu dem, ich nenne jetzt mal den Begriff CISO, ja, weil ich den später auch nochmal aufgreifen werde, das ist also der Chief Information Security Officer, der oberste Security Management Chef. Wenn ich die Erwartung habe, ich laufe zu dem oder zu seiner Abteilung und will hier irgendwie, keine Ahnung, ne, eine CVE, Code Execution, SQL Injection oder sonst was im Detail diskutieren, wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Außer ich erwische den oder die oder wen auch immer, wie viele es sind aus der Abteilung, die tatsächlich nicht zu diesen 80% gehören. Ne? Das heißt, die restlichen 20%, die haben IT-Expertise. Aber von denen haben wiederum auch 80% nur in ganz bestimmten Bereichen, wie zum Beispiel Netzwerk oder Entwicklung oder whatever. Ne? Das heißt, da muss man tatsächlich gucken, wenn man da ein Thema hat mit denen, auf welcher Ebene kann ich mit denen reden. Ne? So, in der Praxis ist es tatsächlich aber auch oftmals so, dass die Richtlinien, Prozesse und so weiter, die halt eben so eine CISO mit Team irgendwie macht, unvollständig sind. Tatsächlich gerade gestern rief mich mein Bruder an, der arbeitet in der IT, in der öffentlichen Einrichtung und fragte mich, du Jürgen, so, wir haben jetzt hier so neu, so CISO und so weiter und wir haben hier ein System, ja, das ist also end of life, ne? Wir wissen das, wir müssen das machen und die sagen uns, wenn ihr das jetzt nicht bis morgen irgendwie gelöst habt, dann schalten wir das System ab. Da habe ich gesagt, ja, Roland, also wenn die neu sind, wenn das alles irgendwie ganz neu ist und so weiter, dann wollen die natürlich erstmal ein Exempel statuieren und damit sie halt, sage ich mal, in dem Sinne ein Referenzbeispiel auch haben für in der Zukunft liegende Themen, damit Leute dann sagen, oh nee, die haben das schon mal abgeschaltet, irgendwas, wir machen das jetzt, wir schwuten uns. Ne? Aber weil es ein System ist, weil es in seinem Bereich fiel, habe ich ihm natürlich gesagt, was kannst du denn da machen? Ne? Und dann habe ich gesagt, ey, wahrscheinlich sind die Richtlinienprozesse alles noch gar nicht so ausgearbeitet. Das heißt, was der darf dieser Mensch sagen, wir schalten jetzt euer System ab, ist wahrscheinlich noch nirgendwo festgehalten. Ne? Und das ist ein Zustand, den findet man auch in großen Konzernen immer noch so vor. Ne? Am Ende des Tages kann man jetzt auch sagen, ist fast egal. Weil, was würde passieren, wenn es, sag ich mal so, vorhin sich vor sich hin so eskaliert? Dann kommt der CISO, ja, redet mit dem CIO und vielleicht noch mit der Geschäftsführung oder was auch immer und die drei kaspern irgendwie aus, ja, lass mal abschalten, lass mal nicht abschalten. Ob die jetzt alle Fakten in dem Sinne irgendwie untereinander haben, oder ob die sich gegenseitig verstehen etc., ist dann eine andere Sache. Ne? Aber am Ende des Tages ist es der Punkt, man kann versuchen, so ein ISMS tatsächlich bis ins kleinste Detail auszuformulieren, zu regeln mit allen Eventualitäten. Das wird nicht funktionieren. Ne? Kollegen schmunzeln. Wir hatten schon so ein paar Versuche in die Richtung. Dann haben wir noch einen Begriff, der auch oftmals auftaucht, nämlich Compliance. Compliance ist, und auch das hier sind jetzt wieder meine eigenen Formulierungen, ja, ist die Annahme, dass wenn ich alle Anforderungen ausformuliere und dann, sage ich mal, im Rahmen von so einer Liste irgendwie jemanden gebe und sage, mach mal ein Kreuzchen, ja, nein, vielleicht. Ne? Und dann habe ich am Ende eine Liste und da steht überall ja, dann bin ich compliant, bin ich deshalb sicher. Nein, das hat erstmal relativ wenig miteinander zu tun. Ne? Genau, ne? Und auch wichtig da im Sinne von, bin ich compliant, binär formuliert, ne? Habe ich überall ein Ja oder trifft nicht zu oder was auch immer, aber nirgendwo irgendwie ein Teilweise oder Nein. Und das ist tatsächlich auch ein Thema, was wir gerade in der Industrie, also in der Wirtschaft viel haben, wo halt outgesourced wird. Ja, also das heißt, ich habe keine Ahnung, hier meine Firma, ich habe meine IT-Systeme bei einem Rechenzentrumsanbieter und der CISO sagt irgendwie, wir müssen die jetzt mal befragen, ob die denn, sag ich mal so, compliant sind. Ne? Das heißt, die kriegen eine Checkliste mit, haben sie irgendwie
eine Umzäunung, haben sie irgendwie Zutrittskontrollsysteme, bla bla bla, und der Anbieter macht überall seine Haken dran, ja. Und in der Realität steht der Wareneingang mit der Hofeinfahrt für die LKWs hinten 24/7 offen, oder vielleicht nicht 24/7, ja, aber was ich sagen will ist, manchmal ist tatsächlich Compliance auch ein Thema, wo, und ich sage es jetzt mal so, wie es eigentlich keiner formulieren würde, es um Arbeitsminimierung geht. Man ist per Gesetz, wenn ich solche Outsourcing-Dienste in Anspruch nehme, per Gesetz auch durchaus verpflichtet, so etwas zu machen. Jetzt kann ich mir die Arbeit machen und sagen, ich fahre da öfter mal hin und schaue mir das vor Ort an. Ja, manchmal auch vielleicht unangekündigt, so nach dem Motto, Ding Dong, ne, hier, ihr kennt mich ja, ich will mal heute gucken und nicht wie sonst, wenn ich es 3 Wochen vorher ankündige. Ergo, genau, steht die Laberrampe irgendwie offen oder nicht. Ne? Und manchmal ist Compliance so im Sinne von füll mal aus, auch etwas, was nach deutscher Gesetzgebung durchaus auch ein Aspekt von, ich habe meine Pflichten da wahrgenommen, indem ich die geprüft habe, ja, ob die ihre Sache ordentlich machen. Ist aber für mich relativ wenig Aufwand. Ne? Ich muss am Ende nur gucken, hat er überall ja oder trifft nicht zu angekreuzt, und dann habe ich meine Aufgabe erledigt. Ne? Auf der anderen Seite sind natürlich solche Fragebögen für die, die sie auszufüllen haben, auch immer ein großer Spaß. Da komme ich auch gleich noch mal in eine Anekdote zu. So, Praxis. Auch immer wieder gesehen ist, wenn so eine Security-Organisation sagt, hier, wir haben jetzt folgende Regeln für euch, ist die Frage, macht ihr das denn auch selber? Ja? Das heißt, der CISO, seine Mitarbeiter, haben die Clean Desk, ja, wenn sie das per Policy fordern. Gehen die abends aus dem Büro und alle Sachen sind im Schrank. Gehen die, wenn die mal kurz auf Toilette gehen, sich einen Kaffee holen, sperren die ihren Bildschirm. Macht der irgendwie eine Telco im Zug, ja, wo irgendwie Dinge besprochen werden, die andere so nicht hören sollten. Und ich kann sagen, mindestens in 2 dieser 3 Punkte ist in jeder Firma, jeder CISO eigentlich mit da ist schon mal irgendwas gewesen. Ne? Ich persönlich habe das als, also Eat Your Own Dog Food als Maxime für mich schon vor 15, 20 Jahren gesetzt. Ich möchte nie etwas predigen und dann bei was anderem erwischt werden. Die Kollegen können bestimmt sofort attestieren, ich gehe aus dem Raum und wenn ich nur irgendwie zu Werke gehe und der Bildschirm wird gesperrt und wenn ich es nicht gemacht habe, kriege ich sofort eine nette Erinnerung. Ne? Also das ist ein Automatismus, den muss man halt irgendwie haben und machen. Ne? So, jetzt hat der CISO, die CISO-Organisation, dieses Risikoregister, wo alle Dinge drinstehen, gerade die dunkelroten und so weiter, sind super interessant. Ne, weil da steht ja schon fast drinne, wie man eine Organisation angreift. Jetzt ist die Frage, wo liegen denn diese Daten? Ist das eine Excel-Datei auf dem Laptop vom CISO? Ist das ein Server? Wenn ja, ist der Server ausreichend gesichert? Wer betreibt den? Ja? Und da kommt so eine Schlussfolgerung raus, also der CISO darf eigentlich auch keine eigenen Systeme verantworten. Ne, sondern er muss eigentlich dem CIO sagen, pass mal auf, ich brauche hier irgendwie einen Server, der muss uns hier diese Risikoregister-Funktionalität implementieren und mach mal, und dafür gelten aber höchste Anforderungen und ja, dann kostet das halt mehr Geld, aber Chef zahlt ja. Ne? Und dann gibt es aber einen Punkt, der ist auch in der Praxis, nämlich gerade wenn man wieder in größeren Organisationen ist, dann hat der CISO oftmals auch so vielleicht einen, vielleicht mehrere Leute, die machen dann tatsächlich Security-Tests. Ja, und angekündigt, unangekündigt, was auch immer. Ja, die gucken dann einfach, vielleicht auch sogar so im Sinne von Blick von außen, ja, also aus dem Internet, nicht aus dem Firmennetz, was können wir denn so für unsere Domäne irgendwie da alles sehen, ne? Und wie machen die das? Ja, die machen das, indem sie irgendwie so einen Laptop haben, mit dem sie hacken können. Ja? Das heißt, die Frage stellt sich, was ist mit dem Pentesting-System, die der CISO irgendwie am Ende verantwortet, weil das ja ein Teil von seinen Prozessen ist, die er verantwortet.
Ne? Und da kommt man gerne bei raus, dass entweder die Leute dann Laptops haben, die sie beim Mediamarkt gekauft haben, entgegen der Firmenpolicy, die besagt Beschaffung alles über Prozess ABC. Ja? Oder aber tatsächlich vielleicht wenige Leute sind, die Adminrechte auf ihren Rechnern haben und dann da ihre Tools installieren dürfen. Also nein, können. Ob sie das dürfen per Richtlinie ist nochmal eine andere Frage, weil wahrscheinlich gibt es eine Richtlinie, die besagt, keine Installation von Drittsoftware. Und wenn ich gegen so eine Anforderung verstoße, dann muss ich das ja irgendwo dokumentieren. Das heißt, es müsste eigentlich eine Risikoübernahme geben. Ich als Pentester möchte bei mir meine Hacking-Tools installieren. Ja, und irgendwer muss das genehmigen. No? So, in dem Fall wäre es der CISO. Ne? Die Frage ist, existiert das alles? Im Sinne von Eat Your Own Dog Food könnt ihr euch vorstellen, das ist nicht immer der Fall. No? Gut. Kann man ein ISMS hacken? Angreifermodelle. Von der Zeit her, ich glaube um 17:30 ist das Ende. Ne? Dann liegen wir doch eigentlich ganz gut hin. Angreifermodelle. Wer kann eine ISMS hacken? Als erstes kommt das Management, weil die haben die Motivation Budget. Vielleicht müssen sie so ein Management-System, so ein Security-Management-System betreiben, weil es eine Kundenanforderung ist, weil es eine gesetzliche Anforderung ist, wenn ich ein kritisches Unternehmen bin oder was auch immer. Ja. Und wie können die das hacken? Ja, indem sie den Scope anpassen. Was ist denn alles da drinne? Ja, wir machen hier alles in der IT. Und was mit eurer OT, die ganze operative IT, die irgendwie in der Werkshalle steht? Ja, nee, das ist ja OT, das geh mal weg. Ne? Schon habe ich irgendwie über Scoping mir so einen blinden Fleck gemacht. Ne? Das heißt, Management kann es als erst hacken. Das Gute daran ist, am Ende sind die dann aber auch wieder dafür verantwortlich, wenn da was passiert. Ne? Also, der nächste ist tatsächlich der Rogue CISO. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel ein CISO wäre, der sagt, ich will eigentlich so wenig Arbeit wie möglich in diesen Job reinstecken, was kann ich denn da machen? Ja, ich kann erstmal meine Schutzbedarfs- und Risikoklassen so formulieren, dass eigentlich alles in den grünen Bereich fällt. Ja, also ich bin eine 10, na, vielleicht, sagen wir mal, ich bin eine 100-Mann-Gesellschaft und ich sage, für mich ist ein roter Schaden, wenn 100 Millionen. Ein gelber Schaden 50 Millionen, ein grüner Schaden bis 25 Millionen. Ja, und im täglichen Leben passiert aber, sag ich mal, eher so Kategorie 100.000 Euro oder sowas. Ne? Also das heißt, da kann man durchaus ein bisschen tricksen. Ne? Dann muss ich natürlich auch die Vorgaben, die ich mache, kontrollieren. Ja? Also dieses Audit-Management, da kann ich mir natürlich Audits aussuchen in meiner Auditplanung, die völlig sinnfrei sind. Ja? Also ich kontrolliere ob, Logdateien auf dem Server vorhanden sind. Den Patchstand gucke ich mir nicht an. Ich gucke mir nur an, ob ihr Logdateien habt in diesem Jahr. Ne? Ich kann es aber auch so machen, ich kann sagen, ja, wir machen einen Pentest und ich lasse den durchführen von dem Cousin meiner Nichte, der macht das für 20 Euro. Ja? Dann habe ich am Ende vielleicht einen Bericht, wo drin steht, ja, ich konnte keine Sicherheitslücken finden. Ne? Super, keinen Aufwand, keine Nachbearbeitung. Ne? Ist das jetzt am Ende sinnvoll? Nein, aber ne, so nach dem Motto, wer kann so ein ISMS hacken, das könnte dann genauso der Verantwortliche sein. Und dann haben wir noch ein Spezialthema, nämlich wenn ich zertifiziert werden soll, weil eben genau Kundenanforderungen, was auch immer. Dann haben wir eine Dreiecksbeziehung. Das heißt, ich als Firma mit ne, mir irgendwie als CISO, ich soll so ein Zertifikat haben, weil ansonsten geht der Kundenauftrag verloren. Was mache ich? Okay, ich gehe zu meinetwegen zum BSI und sage hier, wir wollen bei euch so ein Grundschutzzertifikat haben. Wir haben auch schon, sag ich mal, diesen ganzen Grundschutz-Klimperadatsch da irgendwie abgearbeitet. Dann sagt das BSI, super, pass mal auf, haben wir notiert, hier ist deine Registriernummer, jetzt hol dir einen Auditor und der Auditor prüft dann, ob das alles, was ihr da gemacht habt, so in dem Sinne unseren Vorgaben entspricht. Dann ist die Frage, was nehme ich denn für einen Auditor? Und da kommt dann die Erkenntnis, hey, da kann ich auch tatsächlich einen Auditor nehmen, der so, ich habe es mal One-Trick-Auditor genannt, und das habe ich tatsächlich auch schon mal gesehen. Ein
halt die Grundschutzauditor war das, der sogar früher beim BSI mal gearbeitet hat, der ein Rechenzentrum auditiert hat, was eine Zertifizierung hatte, weil wir als Firma sie damals von denen gefordert haben. Und der Auditor war total darauf fixiert, auf die physische Sicherheit. Ja, das heißt, der hat sich alle Türen angeschaut, was haben die für Widerstandsklassen, was haben die für Brandschutzklassen etc. Der hat Dinge moniert, zu Recht am Ende des Tages auch. Ja, die Tür, der Rahmen, der ist Brandschutzklasse F90, aber die Tür ist nur F60, ihr führt sie aber als F90. Ne? Das heißt, nee, da müsst ihr runterstufen und dann müsst ihr gucken, ob das eine Auswirkung auf eure Schutzziele hat. Ne? Das heißt, diese physischen Aspekte hatte der total drauf. Den Windows XP-Server, der da irgendwo in der Ecke stand, hat er einfach mal ignoriert. Weil war ja so nach dem Motto, gibt ja eine Risikoübernahme. Weitergehen, nichts zu sehen. Ne? Also das heißt, man kann tatsächlich auch durch die Auswahl des Auditors, also das heißt, so ähnlich wie wir das beim ISMS haben, kann ich ein ISMS vergleichen. Kann ich ein Zertifikat am Ende über so ein Ding vergleichen? Nein, weil es komplett darauf ankommt, was für Fähigkeiten hat der Auditor. Ja, ich kann da so quasi irgendwie durchlaufen, einfach weil der Auditor nicht irgendwie in der Breite der Themen so gut aufgestellt ist. Ja? Oder ich kann einen Auditor haben, der mir bis ins letzte Komma und Punktdetail irgendwie das Ding auseinandernimmt. Und dann wünsche ich mir vielleicht, ich hätte einen anderen Auditor genommen. Ne? So, Anekdoten. Die Snowden-Enthüllung vor jetzt 11 Jahren. Das war auch im Herbst, glaube ich. Ist so im Frühling passiert. Was ist bei uns damals rausgekommen? Ein Sack Zement. Wie ist die Herleitung? Wir hatten damals einen Rechenzentrumsanbieter, den wir genutzt haben. Der hat eine Muttergesellschaft, die aus England kommt. Und aus den Snowden war so, ja, irgendwie, ne, UK und auch involviert. Ja, was, wenn die Manipulationen vor Ort in Deutschland in Rechenzentren machen und so weiter. Ergo, wir fahren da mal hin und nehmen das Rechenzentrum, in dem Sinne die Räume, die wir hatten, irgendwie komplett auseinander. Wir haben da wirklich von REC Kabel genommen, Finger drum, so quasi durch den Doppelboden, Kabel kommt raus, okay, direkte Verbindung. So, dann natürlich Doppelboden, guckst du dir an. Doppelboden, okay, ja, da liegt was Staub. Ne? Das ist halt auch kein brandneues Rechenzentrum gewesen. Der Staub liegt auch überall irgendwie gleich. Sieht soweit ganz gut aus. Ne? Ja, ne? Und dann leuchtet man da so mit der Taschenlampe irgendwie in die dunklen Ecken und dann, was ist denn das da hinten? Gehen wir mal hin, ne? Bodenplatte hochgenommen. Ein Sack Zement. Der war komplett ausgehärtet. Also der war, ich weiß nicht, was das dann ist, Beton oder was. Ne? Also da war kein Pulver mehr drin, da war steinhart. Ne? Völlig Security irrelevant, ja, aber dem Rechenzentrumsbetreiber, Moment, ihr stellt uns jeden Monat, ich habe keine Ahnung mehr, 100 Euro für Reinigung des Doppelbodens in den Serverräumen in Rechnung. Den Posten können wir doch jetzt mal streichen, oder? Ne? Also, war trotzdem witzig, irgendwie eine Woche im Rechenzentrum rumzukrabbeln und alles anzupacken. Dann, das und das hier ist genau so eine Compliance-Frage und die finde ich super. Das war ein Fragebogen, den haben wir von einem Kunden von uns bekommen. Haben Sie abwasserführende Leitungen oberhalb von IT-Einrichtungen? So oder so ähnlich formuliert. Und man muss sich nur die Erfahrung, die dieser Mensch gemacht hat, vorstellen, um diese Frage zu formulieren. Finde ich super. Wir haben herzlich gelacht. Genau, dann hatten wir ein Projekt, wo ein Kunde alles, was wir da gemacht haben, security-mäßig abgenommen hat und im Laufe der Jahre gab es da immer wieder Bearbeitung und irgendwann gab es irgendein Dokument, völlig egal was für ein Dokument, eine Richtlinie und da ist irgendwie bei, ich vermute Word-Umstellung, sonst was, ist da eine Passage, die aus einem anderen Dokument kopiert wurde, so als Referenz kaputt gegangen, da war dann auf einmal dieser Absatz in Windings. Ja, der Kunde hatte das Dokument aber schon 3-mal in den Änderungen, die seitdem passiert sind, irgendwie als ist abgenommen markiert. Ne? Dann habe ich noch 2 Grundschutzthemen.
Auch wieder 2013, das war ein sehr interessantes Jahr, weil da hatten wir dann tatsächlich auch im Rahmen von einem IT-Grundschutz-zertifizierten Kontext umgestellt von klassischer IT im Sinne von, man hat irgendwie eine Entwicklung, man macht Releases, dann kommt ein Betrieb, der das Ganze betreibt, ja, und haben damals umstellen wollen auf DevOps. Ja, okay, das mit dem müssen wir irgendwie mit Grundschutz machen. Im Grundschutz gibt es überhaupt nichts dazu. Dann haben wir gesagt, liebes BSI, wir wollen das hier machen. Können wir da mit euch mal reden? Ne? Weil irgendwie müssen wir ja dann das Thema angehen. Dann sind wir da irgendwie mit ein paar Mann hingefahren. Und dann sagte der BSI-Mitarbeiter, ja, Sie haben uns da diese Anfrage gestellt. Wir haben dann erstmal das gegoogelt. Ne? Am Ende des Tages ist bei rausgekommen, dass am Ende wir das machen konnten. Wir mussten da ein paar Dokumente erstellen, die so im Grundschutz nicht vorgesehen waren, bla bla bla. Aber es zeigt halt auch da wieder so nach dem Motto, 80% der Leute, die im Security-Bereich arbeiten, Security-Management-Bereich, haben halt, wenn dann nur Spezialexpertise. Ne? Und dann habe ich noch eine andere Anekdote, nämlich der BSI IT-Grundschutz ist auch wieder sehr deutsch darin, weil dem BSI ist es in der Zertifizierung wichtiger, dass die Dokumentation richtig ist, den Dokumentationsanforderungen entspricht, als der Zustand von Systemen. Was will ich sagen? Das BSI sagt, pass mal auf, du musst hier zum Beispiel eine Strukturanalyse machen, was habe ich hier für Anwendungen, was habe ich für Server, was habe ich für Netzwerke, bla bla bla. Und für jede Systemart muss ich irgendwie ein paar Attribute dahin schreiben. Im Zweifel dann später noch begründen, was das ist und so weiter. Ja. Und wenn ich eins dieser Felder leer lasse, kann der Auditor mir keinen Stempel geben. Weil der Auditor hat seinerseits wieder so eine Compliance-Liste, nämlich, was habe ich im Audit geprüft und sind zum Beispiel in der Strukturanalyse alle Felder sinnvoll ausgefüllt? Dann sagt er, nein, das eine ist da leer. Sorry, kannst jetzt nicht über losgehen, kannst kein Zertifikat kriegen. Wenn du auf der anderen Seite sagst, ich habe hier ein Windows XP-System im Internet mit geschäftskritischen Daten, aber ich trage das Risiko, habe ich ein gemanagtes System, einen gemanagten Zustand, kann ich weitergehen. Vielleicht auch nicht mehr so, ne? Also da sind die schon ein bisschen kritischer geworden, aber so vom Prinzip her. So, Empfehlung, letzte Folie meinerseits. Wenn ihr so im Bereich Security Management tätig seid, dann solltet ihr bekannt und präsent sein, weil ansonsten läuft es nicht gut für euch und euer Thema. Besser läuft es, wenn ihr auch noch beliebt seid. Soweit das qua der Rolle möglich ist. Ja? Weil niemand freut sich, wenn ein Security-Typ vorbeikommt und sagt, du musst da was jetzt irgendwie mit mehr Aufwand machen. Wo man aber beliebt werden kann, ist, wenn man denen erklärt, was da gefordert ist, warum und vielleicht sogar noch Vorschläge hat, wie man das minimal invasiv umsetzen kann. Das kann man natürlich nur machen, wenn man dann auch das, was die da tun, verstehen und weiß, wie die Umgebung ist und abschätzen kann, das da ist jetzt ein kleiner Aufwand, das ist ein großer Aufwand. Ja, aber wenn man denen sozusagen hilft bei der Umsetzung, ne? Weil dann wird man genau nicht mehr als der Blockierer, sondern als der Enabler wahrgenommen. Zielgruppenspezifische Richtlinien und Vorgaben sind enorm wichtig, gerade wenn man irgendwie in Richtung tatsächlich Betrieb, Entwicklung oder so geht. Ja. Ich kann die Stunden und Tage gar nicht benennen, die ich oder wir auch alle irgendwie mit Übersetzungen verbracht haben. Da steht Folgendes in einem Beamtendeutsch formuliert. Was heißt das für dich in deiner Aufgabe? Ja, Folgendes. Ach so. Ne? So, das heißt, das Ausformulieren ist wichtig. Teilt euren Wissensvorsprung, weil üblicherweise seid ihr an der Stelle, wo man ja genau dann von all dem, was ihr da irgendwie verantwortet, relativ viel mitkriegt, was irgendwie geplant ist und so weiter oder was vielleicht auch nur ein kleines Team da hinten in der Ecke schon mal gemacht hat. Und irgendwann kommt der Moment, wo ihr sagen könnt, warte mal, du solltest mal mit denen da hinten reden, weil ich habe irgendwas im Hinterkopf, dass die das machen, was du da jetzt auch vorhast. Das sind Momente, da macht ihr euch auch mit Freunde, weil spart denen Arbeit.
Und im Sinne von der Effektivität von so einem ISMS, im Sinne von mache ich da meinen Job richtig, sollte man tatsächlich auch Retrospektiven machen. Zum Beispiel diese Risiken. Ne? Ich habe jetzt hier Risikolandschaft, meine Matrix, die ist irgendwie voll mit Punkten. Und da steht genau dieses Beispiel mit dem USB-Stick drin. Das passiert alle 5 Jahre einmal. Kann ich das irgendwie aufhand der Daten der letzten 10 Jahre belegen? Oh nee, pass mal auf, wir haben ja für 10 Jahre haben wir hier 237 USB-Sticks. Ja, nee, da ist die Eintrittswahrscheinlichkeit irgendwie dann doch nicht so richtig. Ne? Oder ist die Schadenshöhe eben in der Nachbetrachtung ganz anders gewesen als in der Einschätzung vorher? Ne? Also da kann man vielleicht auch sagen, ich war hier viel zu streng in der Ersteinschätzung immer oder ich war viel zu niedrig angesetzt. Ne? Also so Sachen sollte man machen. Und wenn ihr als IT-Mitarbeiter mit solchen Leuten aus dem Gewerbe irgendwie zu tun habt, hab Verständnis. Ja. Die tun auch nur ihren Job. Ja. Und genauso wichtig, nutzt die, wenn ihr Missstände habt. Ne, keine Ahnung, ja, wir haben diesen Server und der steht seit 7 Jahren jedes Mal auf, wir wollen ihn ablösen und es passiert einfach nicht, weil immer irgendetwas anderes wichtiger ist, ne, und so weiter. Dann könnt ihr auch genau so Leute benutzen, um halt zu sagen, pass mal auf, das wird auch in den nächsten 7 Jahren nicht passieren. Mach hier mal bei der nächsten Risikoeinschätzung irgendwie das Kreuzchen weiter oben. Ne? Gut. Fragen? Oder warum das Ganze? Warum habe ich mir nicht den anderen Talk angeguckt? Eine Frage, ja. Ja, okay, also ich wiederhole die Frage wegen Stream. Ne? Die Frage war, wie lange dauert es, bis so ein CISO versteht, dass die Regeln, die man für IT gemacht hat, nicht auch quasi direkt so irgendwie auf OT anwenden kann, sondern dass man da adaptieren muss. Ist komplett unterschiedlich. Ne? Also das ist hängt von den zuständigen Personen ab. Ne? Also da gibt es bestimmt Leute, die sagen, wieso machen wir da überhaupt einen Unterschied? Ne, die Unterscheidung sollte in den zielgruppenspezifischen Richtlinien schrägliche Anforderungen liegen. Ne, da macht es Sinn. OT ist ja kein IT. Also warum soll ich mich da überhaupt drum kümmern? Ne, also das ist ja. Also da gibt es aus meiner Sicht keine einfache Antwort. Tut mir leid. Irgendwo zwischen null und unendlich. Ne? Da ist noch eine Frage. Wie ist das Verhältnis zwischen Unternehmensrisikomanagement in verschiedenen Dimensionen und Risikomanagement der Software? Genau. Die Frage ist, wie ist das Verhältnis von Unternehmensrisikomanagement, also zum Beispiel so etwas wie, wir können demnächst unsere Kredite nicht mehr bezahlen, ne? Zu Security-Themen. Eigentlich sollte das nur eine weitere Facette sein. Ja, also das heißt, ich habe meinetwegen finanzielle Risiken, ich habe betriebliche Risiken, ich habe Security-Risiken. Das, was ganz gut funktionieren kann, ist ein integriertes Management-System, wo man halt dem Management sagt, pass mal auf, wir haben hier ein paar Security-Themen, wir haben ein paar finanzielle Themen, wir haben ein paar was auch immer. Ne? Und das funktioniert am Ende aber auch dann genauso gut oder genauso schlecht, wie die Personen, die das dann am Ende machen, halt in der Lage sind, es zu machen. Ne? Also ich habe auch schon gesehen, Security Management, was extrem gut funktioniert hat und wo es im Integrated Management System quasi verwässert wurde. Ne? Aber das hängt dann halt komplett mit den Leuten zusammen. Also man muss eigentlich gucken, dass man Leute, die in der Lage sind, mit sowas umzugehen, auch an den Stellen hat. Am besten noch mit der jeweiligen Fachkompetenz, weil wenn ich jetzt irgendwie die Aufgabe kriege, mach mal hier unser Finanzrisikomanagement, ja, dann bin ich einer der 80% Leute, die keine Ahnung von den Sachen hat. Ne? Genau. Noch Fragen? Da ist noch eine. Und das viel geht vor allem über große Unternehmen, wo es dann extra eine Stelle finden. Ja. Genau. Ja,
Genau, also die Frage ist, ich habe viel über große Organisationen geredet, wo es dediziertes Personal und so weiter gibt. Was ist mit kleineren Unternehmen? Ne? 30 Mann, ich nehme an, IT-Bude, ne? Irgendwie sowas. Da wäre es wahrscheinlich angemessen zu sagen, diese Aufgabe hat jemand nebenbei. Ne? Man kann das auch da total sinnvoll machen. Was man sich nicht zumuten sollte bei so einer Organisationsgröße, ist eigentlich im Normalfall das Thema IT-Grundschutz, weil man dann einfach von der Menge der Dokumentation, die man erstellen muss, erschlagen wird. Ja. Und wahrscheinlich auch noch keine Erfahrung damit hat. Also IT-Grundschutz muss man, sage ich mal, so 3 Jahre irgendwie mitlaufend gemacht haben, um ihn zu verstehen, um zu wissen, wo kann ich auch mal leicht vom Pfad abweichen mit bestimmter Argumentation und so weiter. Ja. Das ist wahrscheinlich in so einem Setup einfach nicht möglich. Ne? Also, IT-Grundschutz ist halt das Deutsche. Das heißt, selbst in Deutschland sagt niemand, also außer bei DE-Mail. Ja, DE-Mail war IT-Grundschutz eine Anforderung, konkret. Ansonsten jetzt Kritis und so weiter, da wird nicht IT-Grundschutz gefordert, sondern wird Security-Management-System gefordert, ergo auch nach 27.001. Wenn man jetzt jemanden hat, der, ich sag mal in dem Sinne, erstmal die Zeit bekommt, sich und ne, die Normen bekommt, sich die durchzulesen, dann mit 1000 Fragezeichen sich eine Woche mit jemandem, der in dem Bereich Erfahrung ist, hinsetzt und einfach eine Woche lang mit dem diskutieren kann, was es mit will und so weiter, ne, und der bringt einem das dann nochmal bei, ordnet das Bild und so weiter, ja, dann würde ich sagen, kann man danach tatsächlich anfangen, so ein ISMS nebenbei zu machen. Ja, das wird dann wahrscheinlich irgendwie vielleicht so ein halbes Jahr oder ein Jahr dauern, bis dass man das irgendwie so hat. Das ist so, Moment, nach 27.001, der Kollege lacht wegen Grundschutz. Ne? Ne? Und ich beschreibe den Optimalfall. Ne? Also, was man, wenn man, also der Gutfall ist, ne, kann man so mit relativ überschaubarem Aufwand machen und man könnte dann vielleicht sogar auch nach einem Jahr oder so sagen, okay, lass uns mal einen Auditor holen und gucken, ob wir da bestehen. Ne? Wenn es zum Beispiel aufgrund von Kritis jetzt irgendwie gefordert ist und die Menge der Unternehmen, die mit Kritis 2, also das, was aus der NIS, europäische Richtlinie kommt, ist ja um Faktor, ich glaube, 50 oder was, größer als mit Kritis 1, was vor 10 Jahren ungefähr kam. Ne? Also das heißt, das kann man auch machen. Man muss aber da halt am Ende auch des Tages gucken, was ist sinnvoll. Ne? Also allein die Frage, wie gebe ich Richtlinien bekannt? Ja, macht man in so einer Firma halt im Stand-up, keine Ahnung, morgens, montags, wann auch immer. Ne? Legt es ab, im Wiki gut ist. Ne? Das machst du bei einer Firma mit 20.000 Mitarbeitern halt nicht so. Ne? Also ich würde sagen, ist genauso erreichbar wie in einem Großunternehmen. Weil natürlich auch die Menge, die man hat, deutlich kleiner ist. Ne? Also ich würde sagen, die Relation bleibt immer irgendwie die gleiche. Ne? Also. Gut, ich glaube, wir laufen so langsam auch in den nachfolgenden Vortrag von der Zeit her, oder? Bin mir nicht sicher. 18 Uhr? Okay. Aber wenn keiner mehr will, dann machen wir Ende. Dann gibt es Abendessen.